Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem YouTube-Kanal. Ein neues Interview mit einem tollen Musiker, den ich ausfragen durfte übers Üben und nach seinen Übetipps, nämlich den Schlagzeuger Martin Köhler. Er ist Schlagzeuger vom Tiroler Symphonieorchester Innsbruck und neben seiner Leidenschaft für die klassische Musik ist er immer auch schon seiner Leidenschaft für den Jazz gefolgt und auch einem ganz besonderen Schlaginstrument, den Steel Pans. Die hat er sogar gelernt zu bauen und weiterentwickelt und baut selber seine eigenen Instrumente, den Handpans. Und wer nicht weiß, was das ist, ich habe im Interview auch ein tolles Video von ihm eingeblendet, in dem ihr kurz reinhören könnt, wie die so klingen und wie die aussehen. Und ich kann euch nur so viel verraten, er hat ganz viele tolle Übetipps verraten für Schüler, was er auch mit seinen Schülern macht, was er macht, wie er Rhythmus übt, was er sonst noch alles macht, was es braucht, um Schlagzeug zu lernen. Also seid gespannt. Ganz viele Übetipps erwarten euch von Martin Köhler. Hallo Martin. Ja. Herzlich willkommen. Ja, hallo Leute. Grüß dich. Danke, dass du die Zeit nimmst. Und ich freue mich, einen Schlagzeuger endlich hier zu interviewen übers Üben, weil ich auch total gespannt bin, wie ein Schlagzeuger so übt. Und erstmal wollte ich dich fragen, wie hast du eigentlich das Schlagzeug und Percussion-Instrumente für dich entdeckt und hast du gerne geübt, als du angefangen hast? Erinnerst du dich noch? Ja, ich erinnere mich schon noch. Also angefangen habe ich eigentlich mit Geige. Meine Mama hat mir eine Geige in die Hand gedrückt. Ja. Weil es verlief dann eher sehr schleppend und so mit 10, 11 Jahren habe ich mir eine Band gegründet. Wir haben also gar nichts gekonnt, aber er hat eine Gitarre in die Hand genommen und ich habe mir irgendwelche Töpfe aus der Küche genommen und dann haben wir losgelegt. Und so kam das dann und irgendwann haben wir dann angefangen, damit Unterricht zu nehmen. Und dann habe ich dann auch irgendwann gemerkt, die Geige ist nicht so ganz so meins. Würde ich jetzt entsetzen wahrscheinlich als Geige. Nein, alles gut. Aber Schlagzeug kam von alleine. Der, ja, einfach den Spaß und die Freude dran. Ja. Da habe ich dann auch geübt. Schön, ja. Aber das ist interessant, dass es oft bei den Kindern ist, dass das Üben oder wenn sie nicht üben, man einfach merkt, vielleicht ist es auch nicht das richtige Instrument. Und da gibt es auch einfach nicht richtig oder falsch, muss man ausprobieren. Und finde ich toll, dass einfach deine Eltern gesagt haben, okay, gut, dann lassen wir ein Schlagzeug spielen. Und da du die Freude einfach entwickelt hast. Stimmt, allerdings hat mich meine Mutter nicht ganz aus der Geigenpflicht genommen. Also Geige musste ich dann schon noch weitermachen. Aber es ist auch, glaube ich, ganz gut für meine Ohren gewesen. Und was hängen geblieben ist, dass ich auch heutzutage als Schlagzeuger doch mir immer Instrumente suche, wo ich dann als Schlagzeuger gerne auch mal die Melodie spiele. Und so bin ich dann irgendwann bei den Steel Drums und jetzt mittlerweile bei den Handpans, also es sind umgedrehte Steel Drums gelandet, wo ich dann zum Beispiel, ich sitze auf einer Cajon, das ist diese spanische Holzkiste, und die bediene ich dann auch noch und habe aber dann, also spiele quasi Schlagzeuger, habe aber auch die Melodie und kann dann so alles irgendwie vereinen. Das ist sehr interessant, weil das natürlich als Schlagzeuger ist es was ganz anderes. Man beschäftigt sich vielleicht weniger mit der Melodie oder diejenigen, die, obwohl, ihr habt ja auch Xylophon, Marimba und ganz viele Instrumente, die ja auch Melodieinstrumente in dem Hinsicht sind. Hast du da außer den Steel Pans noch andere Schlaginstrumente, die so dein sind? Ja, also natürlich deckt man alles ab, auch im Orchester kommt früher oder später immer wieder dran, besonders Glockenspiel und Xylophon natürlich. Aber vom Klang her haben es mir halt dieser Metallklang von Steel Drums und Handpans besonders angetan. Jetzt besonders die Handpans, weil man mit den Händen den direkten Kontakt hat, wie bei der Geige mit den Fingern auf der Seite oder beim Klavier, dass man direkt an Tasten ist. Und dieser direkte Kontakt und mit den Händen den Klang zu beeinflussen, das finde ich sehr faszinierend. Ja, also hat mich auch total fasziniert. Also ich habe das ja auch nur durch dich kennengelernt. Ich wusste gar nicht. Und du machst ja die Instrumente ja auch selber. Und für diejenigen, die nicht wissen, von was wir reden, blende ich auch ein kurzes Video ein, dass ihr euch mal anschauen könnt, wie die klingen und was der Martin da mit denen macht. Und ich verlinke auch unten alles, wen es interessiert, kann da noch ein bisschen auf seiner Website danach schauen. Thank you.
Also fand ich auch total spannend, was du da kreiert hast. Wirklich dieses Verein des Rhythmus mit der Melodie. Aber wie übt denn jetzt ein Schlagzeuger? Oh, ich kann jetzt nicht für alle Schlagzeuger reden. Bei mir ist es eigentlich so, dass ich schon immer am liebsten das übe, was mir gerade am meisten Spaß macht. Und so bleibt man ja auch fit, ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein bisschen Jazz übe am Vibraphon, dann übe ich halt auch die Tonleiter. Nur ich übe es halt nicht so langweilig hoch und runter, sondern ich probiere gleich, sie zu verändern und zu variieren, Rhythmen und auch von den Abständen, wie ich die Tonleiter spiele. Für mich war es jetzt, auch wenn man dann im Orchester ist, dass man sich dann zu Hause hinsetzt und sagt, jetzt muss ich mal eine kleine Trommelettüde üben, um fit zu bleiben. Das war bei mir irgendwie nie das Problem. Also bei der kleinen Trommel war die Fit immer da und dann habe ich mich dann immer lieber um das gekümmert. Ja, ich habe immer genug Ideen, was ich, habe ich da, denke ich dann, ach Mensch, die Melodie, die kann man ja auch mal auf den Handbands probieren und dann schaue ich, wie es irgendwie geht. Und zum Beispiel mit den Handbands, da trommelt man ja auch die ganze Zeit, ne? Es ist ja trotzdem ein Trommeln auf dem Instrument. Und so halte ich mich auch genauso an den Pauken fit, ne? Also eigentlich hast du nicht unbedingt eine feste Routine, so verstehe ich das jetzt. Also du bist eigentlich total kreativ und experimentierst in deiner Übezeit. Ja, kann man sagen. Und dann nehme ich mir eine neue Herausforderung an, denke, das muss doch irgendwie gehen auf das Instrument. Und dann ist es schon so, dass ich systematisch auch alles so beleuchte um das Stück herum. Guck, also wie ist der Bass, was spielt das Klavier, wie ist der Rhythmus. Und dann schaue ich mir, dass ich es rhythmisch, also vom Metronom, stelle ich mir gerne das Metronom an. Und wenn das zum Beispiel das Stück Tempo 100 hat, dann fange ich bestimmt bei Tempo 50 an und verharre da auch eine ganze Weile. Und es ist sehr wichtig, immer langsam zu üben und vor allen Dingen langsam auch dann die Stellen zu wiederholen, immer wieder im Langsamen und da Geduld zu haben und dass sich alles automatisiert. Also Also nichts das ist ist schlimmer, was ich auch früher immer gemacht habe, gleich immer schnell und dann nur schnell, dann geht es plötzlich langsam auch nicht mehr. Ja. total Das ist auch spannend. für die Schüler schwer, die wollen natürlich sofort alles Absolut. können. Ja. Und ich habe wirklich entdeckt, jetzt auch in der Interviewreihe, also mit dem Metronom üben, das ist etwas, das machen alle Instrumente. Das braucht jedes Instrument. Und dieses langsam Üben, dabei kann das Metronom wirklich helfen. Weil dann zwingt man sich wirklich, weil das Empfinden von langsam und schnell ist ja was ganz anderes. Und ich glaube, gerade wenn es um Rhythmus geht, ihr empfindet auch in der Schlagzeuggruppe im Orchester wahrscheinlich schnell und langsam jeder unterschiedlich. Und Metronom ist da wahrscheinlich die beste Übehilfe überhaupt. Das merkt man auch oft im Orchester, dass wirklich jede Instrumentengruppe eine andere Vorstellung von Tempi hat. Also wenn zum Beispiel vom Young Person's Guide to the Orchestra, wenn es dann zu der Coda, zu dem, na, wie heißt das jetzt, am Schluss zum Finale halt kommt, dann geht es. Und dann merkt man doch, dass jeder irgendwie so in seinem Tempo festhängt oder das Übernehmen von dem anderen gar nicht so leicht ist. Ne? Ja, was ich auch gerne mit meinen Schülern mal mache, ist, ich glaube, das nennt sich Long-Meters-Studie, dass man das Metronom so einstellt, dass es halt nicht klack, klack, klack macht, sondern dass es zum Beispiel, man stellt es dann so ein, dass es das langsames Tempo, das macht das erste Viertel und die anderen drei Viertel sind also weg. Also dass man es so einstellt, dass es zum Beispiel, dass es so macht, klack, und da erst wieder kommt. Und dann müssen die Schüler, manchmal setzen wir auch ihnen hin, klatschen nur, dass sie dann zum Beispiel da kommt er wieder. Und dass man, also dass das Metronom wirklich nur alle 10 Sekunden einen Schlag macht und dass man, also am Anfang stellt man es ein, dass es groovt und dann stellt man es weg und dann guckt man, ob die Kinder das Gefühl haben für eine bisschen längere Zeit und ob sie dann immer noch im Groove sind. Ne? Das Metronom macht zum Beispiel alle 8 Sekunden. Ja, Das das ist finde ich eine ganz gute Übung. eine super Übung, klar, weil dann spürt man, ob man die Tendenz hat, selber schneller zu werden, langsamer zu werden und kann das dann auch viel besser kontrollieren. Und ist, glaube ich, auch eine tolle Abwechslung, dass man nicht immer nur im Vierteltakt diesen Klick hört, sondern auch die Freiheit dazwischen hat, aber trotzdem dann jeder Takt im Tempo bleibt. Das werde ich Genau, und das ist auch ausprobieren, auch mit meinen Profis Schülern. spannend. Das ist okay.
ist auch für einen selber spannend. Man wird sich wundern, wie oft man daneben liegt. Kann ich mir vorstellen. Also das mit Rhythmus, das hört man auch eher bei Aufnahmen dann immer, dass man denkt, okay, so, ich dachte gar nicht, dass ich so viel schneller geworden bin. Also selber empfindet man das beim Spielen nicht immer. Und das ist ja auch, glaube ich, schwer für Schüler zu kontrollieren. Und deshalb geht es, glaube ich, auch nur mit dem Metronom, dass bis man das einfach lernt, was es bedeutet, im Tempo zu spielen, rhythmisch zu spielen, diesen Puls zu spüren. Und machst du mit deinen Schülern auch sehr viel Body Percussion Übungen oder meistens am Instrument dann? Meistens im Moment, ich habe das auch mal wieder gemacht, aber man vergisst es auch dann wieder zwischendurch, dass man das eigentlich mal machen sollte. Aber es ist schon eine gute Sache, wenn man das macht, auf jeden Fall. Ich bin auch teilweise mal mit ihnen durch den Raum marschiert oder so, um ein Rhythmusgefühl zu geben. Also man probiert so verschiedene Sachen. Gibt es aber trotzdem Schritte, die du mit deinen Schülern machst, für neue Stücke zu lernen, jetzt speziell für Rhythmus? Du hast davor erwähnt, du analysierst natürlich auch die Stücke, dass du weißt, das ist die Basslinie und dass du auch kennst, was sonst passiert, gerade im Orchester, welche Stimmen darüber noch sind. Was wären jetzt so die ersten Grundschritte auch für, um einen Rhythmus zu lernen? Boah, also im Prinzip erstmal, dass sie Viertel unterscheiden können und Pausen einhalten. Das wäre das Erste. Und beim Metronom fände ich auch noch wichtig, dann, dass man eine Weile lang damit spielt, aber dann das auch dann ausschaltet, mal guckt, wie es ohne geht, weil meist hat sich dann irgendwas so gesettelt, irgendwie gefestigt. Und die Mischung aus beiden ist einfach gut. Wenn man jetzt immer das Metronom nur anhat, dann übergibt man ja auch quasi den Puls ans Metronom, ne? Dass es immer irgendwie so eine Mischung sein sollte. Ja, dass man sich nicht nur darauf verlässt, sondern auch natürlich den Sprung dann schafft, dann das als Hilfe nutzt, aber dann auch selbstständig am Instrument das dann übt. Hast du außer Schlagzeug, du hast ja gesagt, du hast Geige gelernt, das heißt, du hast sowieso auch andere Grundlagen auch noch in der Ausbildung gehabt. Hast du sonst noch zusätzliche Fächer auch belegt und auch deine Schüler oder sagst du, es gibt manche, die machen nur rein Schlagzeug. Was hilft da deiner Meinung nach für die Ausbildung? Also ich habe dann beim Studium schon und auch vorher schon Klavierunterricht gehabt, weil das ist ja ganz normal immer dabei beim Musikstudium. Bin allerdings nicht besonders weit gekommen. Also gerade wenn meine Frau ist Pianistin und dann sieht man immer gleich schlecht aus, egal was man spielt. Aber es reicht für mich jetzt für heute so ein paar Jazzakkorde anzuspielen, mich zu orientieren, wenn ich gerade Stücke schreibe. Und dann, aber jetzt so irgendwelche klassischen Stücke übe ich am Klavier nicht, weil ich da zu viel Konkurrenz habe hier. Also. Aber das heißt, du hast trotzdem eigentlich alles immer eingebunden. Also das Harmonische, das Rhythmische und und die Melodie dann aber auch. Trotzdem als Schlagzeuger Ja. ist es nicht nur Ja. einseitig. Ja, ich bin irgendwie so ein Melodiensammler. Ich mag einfach schöne Melodien. Deswegen der langsame Hornsatz von der zweiten Symphonie von der fünften Tschaikowski. Und dabei wurde ich dann übrigens beeinflusst, weil meine Frau sich gerade vorbereitet hat für das Jugendorchester, also die eine fünfte Symphonie machen. Und dann hat sie das immer gespielt. Und habe ich gedacht, Mensch, das ist aber eine schöne Melodie. Ja, aber dann habe ich es dann in 7/8-Kontext getan, auch so verändert, dass vielleicht nicht mal der Tschaikowski merkt, dass es von ihm ist. Ja. Und er Aber lernt auch jedes Mal was bei, ne? Weil ja, einfach die großen Meister und da kann man viel lernen. Ja. auf alle Fälle. Und wir hören da jetzt auch noch ganz kurz rein. Was sind denn die größten Schwierigkeiten, die du bei deinen Schülern siehst beim Üben? Und auch, was sind Schwierigkeiten für dich? Sicherlich die größte Schwierigkeit, dass die Kinder wollen Schlagzeug lernen, weil es auch so ein bisschen ein Spaßinstrument ist.
Und wenn es dann darum geht, so mit der kleinen Trommel fängt es an. Ich meine, bei mir fangen sie auch gleich immer mit dem Drumset an, weil ich finde die Kombination, also die Koordination wichtig zwischen Händen und Füßen. Aber trotzdem ist dann immer das Drumset ein bisschen so die Belohnung. Und erstmal muss man da Stockhaltung lernen und kleine Trommel, auch überhaupt Rhythmus, Achtelnoten, Sechzehntelnoten und sowas. Und dass sie dann diesen Abschwung schaffen vom Spaßinstrument auch, dass sie auch merken, ja, da muss ich auch trotzdem was für tun, ne? Egal. Es ist ja egal, was man für Instrument lernt, es ist kein Instrument leicht, ne? Also auch Blockflöte ist ja auch ein Anfänger, wäre ja ein Anfängerinstrument und da gibt es manche, die studieren das. Also es gibt überall was zu üben und beim Schlagzeug auch. Und dass da nicht die Lust verloren geht, wenn sie plötzlich merken, hoppla, da muss ich auch was für tun, ne? Ja. Wenn es dann ist, man ein paar Sachen zeigen, ein paar Blicks und dann ist irgendwo der Punkt, entweder man übt was oder man kommt nicht vom Fleck. Ne? Und ja, da ist es natürlich das regelmäßige Üben und auch Wissen halt, was man üben soll. Also ganz klar die Zielsetzung sicher hilfreich, um da einfach, weil die Motivation, die Freude fürs Instrument, damit startet man ja. Und dann muss man auch einfach die Gewohnheit entwickeln, sich regelmäßig damit zu beschäftigen, um dann halt auch richtig das zu beherrschen, dass man dann auch das umsetzen kann. Und ja. Wie war das bei dir? War das für dich schwer oder ist es für dich manchmal auch schwer? Oder sagst du, ja, für dich macht es einfach so viel Spaß und Freude, es gibt keine schwierigen Übetage für einen Profimusiker wie dich? Eigentlich nicht. Ich habe immer irgendwelche Ideen, was ich schon wieder Neues muss. Eher gucken, dass ich mich nicht verzettel. Und das ist gut, wenn man zum Beispiel einen Duopartner hat. Ich mit dem Stefan Moosmann zusammen, der ist Bassklarinettist. Und das macht eine Riesenfreude, wenn man mit jemandem die Musik teilen kann. Gerade so in Corona-Zeiten. Ja. Und regelmäßig probt und dranbleibt. Und dass man nicht irgendwie das Stück so halb fertig übt. Zum Beispiel, wir haben jetzt auch in der Corona-Zeit gehört, wir können nicht auftreten. Mit so 10 bis 15 Stücke, meistens sind von mir oder zusammen entstanden beim Üben und dann nehmen wir auf, wir haben sehr gutes Equipment und dann gehen wir das in Tonstudio weiter und machen eine CD draus und das ist auch ganz schön mit dem Faktor Zeit, dass man einfach im normalen Studio geht, da hat man 3 Tage Zeit, muss das Ganze aufnehmen und ist ein bisschen unter Stress und wir nehmen so lange auf, bis es perfekt ist und dann geben wir es einem, der noch den Sound super macht und das ist das Schöne ist, wenn man merkt, ja, wir steuern jetzt darauf zu, wir haben irgendwann das Produkt fertig und ja, und haben was quasi was abgeliefert und für uns was bis zum Ziel fertig gebracht. Wie sonst wäre das Ziel eigentlich das Konzert, ne, was im Moment ja bekanntlich nicht so gut geht. Ja, ja, aber das ist schön, dass ihr euch auch einfach die Zeit lässt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man beim Üben nicht immer versucht, man muss alles gleich erledigen, sondern auch wirklich diesen Prozess, diesen Lernprozess zulässt und sagt, okay, und ich lasse mir Zeit und manchmal beschäftigt man sich auch einfach Wochen, Monate mit einem Stück intensiv, manchmal geht es auch ein bisschen schneller und ich glaube, das ist auch für die Schüler, dass die das lernen müssen, weil du davor auch vom Spaß geredet hast, dass es auch Spaß machen kann, länger an einem Stück zu arbeiten und nicht jede Woche was Neues, natürlich braucht es auch, aber dass man auch lernt, intensiv an einem Werk dran zu bleiben. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man noch motiviert, also zumindest zu zweit zu spielen, ne? Ob das mit dem Lehrer ist, mit Klavier oder am besten untereinander, dass die Kinder miteinander Musik machen. Und das ist eigentlich darum, wo es eigentlich bei Musik umgeht. Musik ist ja irgendwie Kommunikation, Sprache und also wenn ich jetzt zum Beispiel das Zeug allein im Keller, Home Recording, Overdub irgendwie aufgenommen hätte, ich hätte irgendwann die Lust verloren, weil mir fehlt ja auch dann irgendwie die Reaktion von irgendeinem Menschen, sei es vom Publikum oder von dem anderen Musikpartner. Einfach, dass man die Musik zusammen erleben kann, das ist einfach ein Geschenk, finde ich. Ja, das ist ein toller Ratschlag und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt, auch wenn es jetzt nur mit Familienmitgliedern sind, kann man gemeinsam Musik machen oder man kann sich ja trotzdem mit einer Person treffen und ich glaube, das ist wirklich, dass es nicht verloren geht, dieses gemeinsame Musik machen, wie du gesagt hast, das ist unser Ziel und da macht es am meisten Spaß und dann kommt auch die Motivation, weil dann übt man auch ganz anders, wenn man weiß, oh, ich vorbereite mich, ich mache mit dem eine Probe oder wir spielen dann zusammen.
Dann. Ich glaube, das ist schön, weil ich finde es toll, was du gesagt hast, dass du einen Übepartner hast. Ich glaube, das würde vielleicht manchen Schülern helfen, dass sie einfach in der Klasse vielleicht einen Übepartner sich suchen, mit dem sie einfach in Kontakt bleiben oder dann eben wirklich gemeinsam auch im Duo ein Stück einüben. Und ich glaube, das kann sicher für die Motivation sehr, sehr helfen. Ja. Martin, Deswegen hast sind auch du? so, ja. Na, ich sag. Deswegen sind auch so Orchester, ja, deswegen sind auch so Orchester, Kurse, wie das IMF, wo 100 Jugendliche zusammenkommen und zusammen was einstudieren. Also die Idee von Markus Lenz ist einfach grandios, dass so viele Menschen dann zusammen was einstudieren und ein Konzert zusammen erleben. Und das würde von alleine ja auch nicht passieren. Nein, und wir hoffen, dass bald so schöne Orchesterfreizeiten dann auch wieder möglich sind, weil dieses Gemeinsame, das ist, was einen trägt und was es ja auch ausmacht. Wie du gesagt hast, im Keller alleine, da macht es wirklich keinen Spaß. Und danke dir auch für deine Ehrlichkeit, dass du das zugibst. Und ich glaube, das beruhigt auch viele zu hören, weil, okay, dir macht die Musik Freude. Das ist dein Beruf, das ist dein Leben, aber trotzdem sagst du, du brauchst diesen Austausch mit dem Instrument mit jemand anders. Und dann geht es uns bei dir auch die Motivation einfach nach unten. Und dass das normal ist. Und ich glaube, das ist gut zu hören. Deshalb danke dir für deine Ehrlichkeit. Also jetzt sind natürlich ja keine Konzerte oder wenige Konzerte, ein paar vielleicht im Streaming. Ich weiß nicht, ob ihr im Orchester da was gemacht hat. Aber generell davor, und was jetzt dann auch bald hoffentlich wieder kommt, hast du eine sogenannte Warm-up-Routine, was du an einem Konzerttag machst, um dich vorzubereiten und um konzentriert zu sein? Oder wie gehst du da ins Konzert? Habe ich ehrlich gesagt gar nicht, ja. Ich sehe manche Schlagzeuger, die dann irgendwelche so ihre Hände, seine Hände ein bisschen verbiegen. Kann ich nicht sagen, nicht. Ich lege einfach los, ja. Vielleicht ist Wenn es es manchmal mir auch besser, so. nicht so kompliziert machen, einfach loslegen. Ja. Weil von der Klarinette höre oder weil da hat man immer so bestimmte Läufe und die spielen immer die gleichen Läufe hoch. Und so. Aber ist bei Das mir eigentlich nicht so. Ich brauche nur das Einspielen irgendwie. also die Natürlich Schlagzeuge vom sind. Konzert setze ich mich dann auch um 20:30 hin und spiele den Bolero nochmal leise durch, wenn er drankommt oder so. Ne? Das ist klar. Also du übst Muss dann ich mal schon kurz auch einspielen, noch aber ich. vor Konzerten ein Ja. bisschen. Ja, kurz mal hinsetzen, 5 Minuten, wenn es der Saal noch leer ist und dann das schon, ja. Aber übst du dann eher Progressieren. langsam oder im Tempo? Beides. Ich probiere nochmal das runterzuziehen und dann gucke ich natürlich, ob ich es abrufen kann. Ja. Okay. Die Schlagzeuger sind dann ganz entspannt und schauen den anderen Orchestermitgliedern beim Einspielen zu. Klar, aber ihr habt sowieso auch viel zum Bei Vorbereiten, jeder. auch vom Instrumente natürlich davor und danach, was bei anderen Instrumenten dann, also die Geige ist natürlich sehr viel schneller ausgepackt und eingepackt. Also das darf man auch nicht vergessen, bei Schlagzeug ist ja sehr viel Vorarbeit auch noch da. Ja. Besonders bei der modernen Musik, da sind wir mal vor und nachher 2 Stunden noch am Rumräumen, bis alles wieder in den Kisten ist. Ja. Okay, das ist eine intensive Routine. Also dann ist man eh schon, glaube ich, aufgewärmt danach. Genau. Martin, du machst ja nicht wenig. Also du bist ja natürlich Familienvater, hast Familie und aber du bist ja festes Mitglied im Tiroler Symphonieorchester Innsbruck. Du hast ja auch eben deine eigene Produktion mit den Handpans und du unterrichtest auch. Du gibst auch als Solist Konzerte mit den Handpans. Ja, ich habe auch gelesen, dass du deine eigene Komposition ja auch schon aufgeführt hast mit denen. Wie tust du dir deine Übezeit in den Tagesablauf einplanen? Wie machst du das? Weil das ist ja oft der Grund, wo viele sagen, oh, ich habe es nicht geschafft zum Üben, es ist immer so viel los. Wie machst du das? Ja, es kommt immer darauf an, wann man die Zeit findet. Also bei uns ist noch dreimal ein Fixtermin am Tag, dass wir mit dem Hund Gassi gehen. Das ist auch noch sehr wichtig. Genau. Das tut aber auch sehr gut, finde ich. Also, dass man einfach gezwungen ist, an die frische Luft zu gehen. Und sonst ja mal mehr, mal weniger. Also wie jetzt natürlich hat man mehr Zeit als genug, dann ist es ganz einfach und
Sonst muss man schauen, sich auch einschränken. Ich finde auch, man muss, also bei Schlagzeug gibt es ja so viele Instrumente und man muss jetzt nicht jeden Tag alle Instrumente üben. Also Sache, man hält sich fit. Ne? Also wenn ich ein Xylophonstück übe, dann hält mich das an allen anderen Instrumenten auch fit, bilde ich mir zumindest. Ja. Wie lange ist denn eine Übeeinheit für Schlagzeuger? Was üben Schlagzeuger? Also ich weiß es für Geiger, für Pianisten, aber jetzt auch im Studium oder in der Vorbereitung. Was muss ein Schlagzeuger üben? Wie viel Zeit braucht man dafür? Ja, im Studium, da übt man schon 5, 6 Stunden am Tag oder mehr oder weniger, je nachdem. Ja, jetzt ist so, dass ich ja nicht explizit irgendwie mich an die kleine Trommel setze oder so. Ne? Natürlich übt man natürlich als Lehrer auch immer ein bisschen heimlich mit, ne? Wenn man fortgeschrittenen Schüler hat. Ne? Jetzt habe ich gerade einem so eine Konzertetüde aufgedrängelt, die immer beim Probespielen auch drankommt. Und es ist dann für mich auch ganz nett, die mal wieder zu spielen. Außerdem hat man sie noch in Händen, kann dann wieder, muss ja ein bisschen immer angeben als Lehrer, ne? Mal so die Schüler schon zum Spaß, jetzt gibt er wieder an. Aber wenn man was kann, muss man es ja gleich spielen. Was schafft dann ein Schlagzeuganfänger an Übezeit im Vergleich zu deinem fortgeschrittenen Schüler? Also am Anfang sage ich immer, die sollen eine Viertelstunde spielen, dann bin ich schon zufrieden, weil mehr ist es eh nicht und es ist schon schön, wenn sie das schaffen. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel 6, 2, 6, die jetzt bei mir angefangen haben. Und später, ich finde es immer schwierig, die Schüler zu motivieren. Ich ist auch für mich schwierig, irgendwie streng dann zu sein und sagen, du musst mehr üben oder sowas, weil das kenne ich selber noch von der Geige. Das hat irgendwie nichts genutzt bei mir. Das weiß ich noch genau. Und ja, ich probiere sie einfach über die Musik zu holen, sie zu motivieren. Und wenn das nicht gelingt, mein Gott, manchmal ist es auch, haben vorher gezogen, geübt und dann kommt vielleicht auch die Pubertät dazwischen und sie sind auch völlig desorientiert und haben einfach auch die Lust verloren daran. Dann tauschen sie halt das Schlagzeug gegen Moped aus. Das ist dann so. Haben trotzdem ja Vielleicht ein bisschen was mitbekommen. Ja, das mit dem Motivieren von außen hilft natürlich ein bisschen, aber man kann den Schüler nicht zwingen zum Üben. Also da muss schon selbst, also die Faszination fürs Instrument muss natürlich so groß sein, dass man das immer ausprobieren möchte und immer neu experimentieren möchte, auch zu Hause. Und ich glaube eben, wenn das Instrument und die Musik, wie du auch gesagt hast, so einen packt, dann will man ja auch üben, dann findet man die Zeit, dann nimmt man sich die Zeit. Und weil du hast es ja gesagt, bei der Geige war es ja für dich anstrengend, aber Schlagzeug hast du dann ja geübt, freiwillig und dann wahrscheinlich auch sehr viel mehr. Von daher ist es wahrscheinlich das beste Beispiel, wenn einem wirklich etwas fasziniert, dann macht man es auch. Genau, das macht einen riesen Unterschied. Ne? Auch Schüler, die einfach die selber das Gleiche spüren und motiviert sind, da geht plötzlich erstaunlich viel weiter. Ne? Und es gibt immer manchmal so Schüler, wo man, die kommen dann näher und plötzlich haben sie plötzlich dann 5 Seiten dann weitergeübt. Ne? Und dann habe ich auch manchmal gemerkt, okay, das war auch der Papa, der da ein bisschen mitgeholfen um dieses Wunder zu vollbringen. Aber immerhin, es ist vollbracht und wir sind einen Schritt weiter. Ne? Ja, so ganz ohne die Unterstützung der Eltern geht es dann nicht. Das stimmt schon, weil die sehen, als Lehrer sieht man die Schüler dann auf, ne? Einmal die Woche. Und auch die motiviertesten Schüler brauchen auch einfach mal die Erinnerung dran, hey, hast du dich schon mal ans Schlagzeug gesetzt? Wiederhol doch mal, zeig mir, was machst du denn gerade? Und also ich sage das auch den Schülern, Eltern aus meiner Klasse immer, sie müssen gar nicht das Instrument kennen, die müssen auch gar nicht Noten lesen können, aber sie müssen interessiert sein. Und das hilft schon auch zu Hause einfach immer mal wieder nachzufragen, dass die Schüler einfach das Instrument dann in die Hand nehmen, weil die Kinder vergessen das auch manchmal. Und gar nicht mal, weil sie keine Lust haben, sondern weil die einfach andere Dinge im Kopf haben, was auch okay ist. Und merke ich auch bei meinen Kindern. Man muss sie immer wieder ein bisschen anrufen. Aber auch nicht zu sehr so, hast du schon Querflöte oder Klarinette gespielt, sondern Und zu sehr über das Zusammenspiel kann man sie leider auch nicht kriegen, weil das irgendwie uncool ist, mit den Eltern zu spielen. Aber vielleicht ändert sich das noch. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, das sehe ich bei allen Kindern, dass sie einfach dranbleiben. Auch wenn sie mal weniger üben, einfach dadurch, wenn sie 2, 3 Jahre, dann merkt man einfach, da geht einfach was weiter. Ne? Und sind jetzt plötzlich sind sie auf einer anderen Stufe. Ja. Und das ist auch ganz gut,
wenn Schüler, wenn es jetzt halbwegs das richtige Instrument ist und nicht gleich aufgeben nach einem halben Jahr, sondern wenn sie dann was können, sind sie ja selber ganz stolz, ne? Ja, das siehst du wahrscheinlich bei deinen Töchtern ja das Gleiche. Da ist ja auch spannend, ein Profimusiker als Papa, der dann hört, wie die Schüler, also wie die Kinder dann üben, und er weiß mit den Schülern die Problematik, und dann bei deinen Töchtern ist es wahrscheinlich dann auch, sage ich jetzt was? Oder aber deine üben dann schon selbstständig, oder wie? Ja, auch so phasenweise. Mal mehr, wenn sie gerade auch Stücke haben, die ihnen irgendwie mehr Spaß machen. Ne? Aber wichtig ist, dass sie dranbleiben. Ja. Genau. Ich bin auf jeden Fall kein Papa, der jetzt denkt, so, oh, jetzt muss ich sie ein bisschen mehr striezen, weil ich bin ja immer ein Profimusiker, und möglichst sollen sie noch irgendeine Trophäe bei irgendeinem Wettbewerb. Das finde ich, das muss von alleine kommen. Also entweder sie haben da die Lust zu, aber als Eltern habe ich da keine Lust, da irgendwie sagen, du musst jetzt 2 Stunden üben am Tag. Unterstützen, ja, aber nicht eben in eine Richtung drängen, wo die Kinder nicht alleine hinwollen. Und das ist, glaube ich, ja, immer ein Balanceakt, aber schön. Ich weiß, dass es unglaublich schwierig ist, sich festzulegen, aber ich frage dich trotzdem, wenn du, angenommen, du könntest... Ich krieg gleich einen Sonnenstich. Kleiner Wechsel, noch eine graue Wand da. Oh, es war super, die Sonne, aber... So. Wir sind auch schon zur letzten Frage angekommen, Martin. Meine Frage an dich, wenn du einem Schüler, vielleicht auch beim Meisterkurs oder so, als Tipp einfach 3 Übetipps mitgeben, deine wichtigsten Sachen, wo du denkst, was wären diese 3 Tipps für die Schüler? Ja, da fallen mir nur meine 2 Worte, die wirst du dich vielleicht auch wiedererkennen, die man am meisten sagt im Unterricht. Das heißt, langsamer und nochmal. Okay. Also langsam, ja, genau. Und dann und nicht aufgeben. Genau. Ja, langsam aufgeben, genau. Und dann mal. Genau. Und dann auch nicht zu lange am Stück über mal eine Pause machen, wenn man sich nicht mehr konzentrieren kann, gerade bei den kleineren. Aber im Prinzip ist es das doch, oder? Also langsam. Und dann auch, wenn man jetzt merkt, zum Beispiel, ich zeige dir noch einen Rhythmus am Schlagzeug, so Stück für Stück erstmal leicht, dann kommt hier noch eine Bassdrum dazu oder so. Und dann, wenn ich merke, hups, jetzt haben sie irgendwie den Faden verloren, dann gehe ich nochmal 1, 2 oder 3 Schritte zurück zu dem Punkt, wo sie es locker gekonnt haben. Ne? Und dann baue ich von da aus nochmal auf. Und das ist auch gut, wenn man so übt. Man merkt, hups, jetzt habe ich mich verzettelt. Das kann genauso auch ein schwerer Geigenlauf sein oder so, dass man den nochmal langsamer macht oder irgendwie aufsplittet oder sowas. Ne? Ja. Und das ist ein super Übetipp. Einfach dann nicht gleich aufgeben, frustriert sein, sondern einfach sagen, okay, ich gehe noch ein paar Lernschritte zurück und schau noch mal, ich mache es so einfach, dass ich es hinbekomme. Und dann tue ich eine Schwierigkeit nach der anderen hinzufügen. Und das natürlich auch, manchmal muss man mehr wiederholen, manchmal weniger wiederholen. Manchmal innerhalb eines Übetags, manchmal heißt auch ein paar tagelang wiederholen, bis etwas klappt. Und das ist super. Das sind gute Schritte, praktische. Und danke dir für diese tollen Tipps. Martin, vielen Dank für unser Gespräch. Also war schön, dich im Sommer in Innsbruck zumindest online zu besuchen. Ich hoffe auch. Ich verlinke auch die Seite von eurem Orchester, und da sind dann natürlich dann die Konzerttermine, wann dann, wenn es alles dann wieder losgeht, falls die Zuschauer neugierig sind und nach Innsbruck einen Abstecher machen wollen, um den Martin dann live im Konzert zu hören, dann könnt ihr alles auf der Website dann lesen und eben deine Handpans, alles auch unten auf deiner Website. Und da können die dich, glaube ich, auch dann direkt kontaktieren, wer da neugierig ist und mehr darüber erfahren möchte, oder? Will ich sehr gerne. Am besten per E-Mail oder wie, am besten Kontakt mit dir aufnehmen? Ja, E-Mail ist gut. Ja. Ist gut. Okay, also einfach E-Mail dann an Martin schreiben, wer Interesse hat. Und die Übetipps für wirklich sind eigentlich nicht nur für Schlagzeug gewesen, sondern für andere Instrumente auch super. Also wirklich, nehmt euch einen raus und versucht es einfach. Und Martin, ich verabschiede mich. Ja, gut.
Vielen Dank. Ich bin fertig. Und ja. bye.